Okay. Weil wir ja auch noch einige andere Sachen, weil ich ja einige Mods installiert habe, die das alles ja eigentlich ein bisschen leichter machen. Hier hat sich jemand verschanzt, ne? Da aufs Dach sollen wir gleich, okay. Okay, also Übertragung von Elijah. Ob er hier oben war? Naja. Moment mal. Also. Da können wir überall rauf. Das heißt aber, wir müssten hier jetzt runterspringen, um da vorne raufzukommen. Oder können wir, weil hier der Pfeil hin zeigt, da würde es auf jeden Fall weitergehen. Aber wir kommen auch drum herum, ne? Ja, sehr schön. Da unten liegen zwei Bärenfallen. Einmal darum, vielleicht darüber hüppen. Da könnten wir rein. Aber dann könnten wir auch im Prinzip direkt hier runter und erstmal uns da vorne umschauen. Umgucken. Service Road. Western del Sol. Villa. Service Road? Schallstation? Service Road. Ah. Okay. Ja, man sieht überhaupt nicht, dass ich Licht anhab. Okay, vielleicht etwas. Ich springe mal hier runter. Hoffe, dass uns da jetzt nicht die Wolke. Doch. Tauchen Sie da nicht so lange rein. Ja. Auch meine Möglichkeiten zu helfen sind begrenzt. Okay, eine Wolke. Lüftungsschächte, die man eventuell benutzen kann, um das abzuleiten. So wie beim letzten Mal. Gerade kurz kratzen. So. Ja, das heißt hier wieder ein Deep Dive rein. Ich weiß ja nicht. Warte. Jetzt müssen wir. Ach nee, das geht ja gar nicht. So, 301. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Keine 5 Sekunden. Die Wolke ist weg. Nee, schade. So. 1, 2, 3, 4. 5. Ja. 4 Sekunden. Ab der 5 nehme ich Schaden. Oder sagen wir 3 Sekunden. Ich glaube, ich habe ein bisschen schnell gezählt. Das heißt, ich müsste innerhalb von 3 Sekunden immer schnell irgendwo hin. Und dann, warte, von 301 auf 277, 23, 24 Schaden. Vielleicht 25 und das wurde ein bisschen gerundet. Das ist viel. Das ist sehr viel. Kann man das hier nicht irgendwie abschalten? So, hier vorne sind wir rein. Leere Mikrofusionszellen.
würde ja wahnsinnig gerne... Ja, da haben wir halt wieder das Übliche. Wenn man in der Luft ist oder wenn man auch nur ein bisschen über der Luft ist, dann kann man nicht springen, obwohl man ja eigentlich gehen... wie kann ich das jetzt am besten... Ach, keine Ahnung, wie ich das erklären soll. So. Manchmal springt man nicht, obwohl man eigentlich am Boden ist oder am Boden sein sollte. Nur weil das Spiel halt so gemacht ist, wie es gemacht ist. Nein, bitte entschärfen. Die auch. Ist man halt manchmal so einen Millimeter in der Luft und dann kann man nicht mehr springen. Ja, soll ich... Ich will das irgendwie nicht auslassen hier vorne. Aber ich glaube, ich muss, ne? Ja, die Wolke geht so weit. Aber ich will mal gucken, was es da gibt. So, also schnell speichern. Was haben wir denn hier? Wieder irgendwas zum Piepen. Na, sterben wir am Piepen? Nee. Ah, ein weiterer Holo-Händler. Okay. Aber dafür müssen wir so weit hier durch. Das hier wäre der Weg, den wir dann wahrscheinlich normalerweise gehen müssten. Da sind wir eben rein. Hier wäre der Holo-Händler. Das heißt, in 3 Sekunden könnte ich hier durchaus durch. Es wurde ja auch schon etwas zu. Und, ja. Nützt mir eh nichts. Ich nehme eh nichts mit. Ich muss ja gleich wieder laden. Ne, einen anderen Eingang gibt es hier tatsächlich nicht. Das heißt, ich muss hier schnell durchheizen. Und irgendwo da oben gibt es dann das Radio. Ich darf jetzt nicht aus Versehen auf Schnellspeichern kommen. Auch wenn ich nicht so viel Leben verloren habe, aber... Nun ja. Wenn mir das so viel Leben abzieht, dann möchte ich das halt vorher erstmal erkunden. Um zu wissen, was es hier überhaupt gibt. Oh, schöne Statue. Nee. Ich kann Ihnen in der Wolke helfen, aber nicht. Ja. Und hier wären wir dann hier oben drinne. Hier oben ist keine Wolke mehr. Das heißt, hier könnte ich im Prinzip auch schnell durchheizen. Brille, fleckige Notiz. Das heißt, hier werde ich so oder so hinkommen müssen. Aber wo ist jetzt das, was mir hier zum Piepen bringt? Müsste dann ja irgendwo da oben sein. Oder da vorne. Großes versenktes Buch. Sierra Madre Chip. Ah ja, da drunter. Okay. Lock. Wir haben das extra und... Ja. Natürlich. Dean ist gestorben. Und die anderen eigentlich auch, ne? So, das heißt, nochmal nach da oben. Dann ganz schnell nach da in diesen kleinen Raum für die fleckige Notiz. Dann einmal ganz schnell zum Händler, um zu gucken, was der so hat. Da muss ich auch noch da vorne rein, was ich ja eigentlich ganz zu Anfang machen wollte. Also, wenn ich da runter will, ganz schnell. 1, 2, 3. Da war ich noch zu nah dran. Das Radio war direkt unter der Statue. Ich hoffe, man hat es gesehen bei der Auflösung. Ja. Ich kann dir ja ein bisschen Zeit lassen. Wunderkleber nehme ich mit. Absinth, Sierra Madre Chips, die Sonnenbrille. Ich kann Ihnen in der Wolke helfen, aber ja, nicht ja, ja. Lange. Dann lesen wir mal die fleckige Notiz. Heute kam endlich die Alkohollieferung. Mir war nicht bewusst, dass es hier wie bei den Abstinenzland zugehen würde. Muss nur darauf achten, dass die Sicherheit und Sinclair keinen Wind davon bekommen. Sollte kein Risiko eingehen, werde es im Hinterzimmer verstecken. Hinterzimmer?
Hinterzimmer. Hinterzimmer. Radio und die Wolke. Schöne Mischung. Ich wollte mal sagen, hier drunter, ne? Aber da ist ja nichts. Lock, ich glaube, jetzt habe ich mindestens einmal Schaden bekommen. Nee. Hält also doch gut. Okay, und dann jetzt nochmal schnell hier durch. Oder wird es von der... Ich glaube, es wird von der anderen Seite schneller gehen. Kein Risiko eingehen auf dem Schwierigkeitsgrad. Jeder Trefferpunkt ist wertvoll. Und dann mal jetzt schnell da durch. Sag mal, treffe ich nicht? Doch, hatte ja schon Schaden bekommen, soweit ich das gesehen habe. Ich vermisse Hitmarker. Aber das war ja noch nicht gang und gäbe zu der Zeit, wo New Vegas programmiert wurde. Aber irgendwas, damit man weiß, dass man getroffen hat. Irgendein, ja, irgendein Effekt. Das kann ein visueller Effekt sein, das kann, ach du Scheiße, eine Menge Kaubonbons. Verkaufsautomaten, Outfit-Gegenstände zurückgeben. Das kann sowas sein wie, was mir dann noch einfällt, ist um halt das Fadenkreuz herum, nochmal so ein kleines Extra-Fadenkreuz, was kurz aufblinkt. Gibt eigentlich doch relativ viel, was man machen kann. So, was hast du denn? Nicht so viel. Stimpaks. Und natürlich eine Menge Vorkriegsgeld. Weil das, weil man das ja eigentlich benutzt. So, dann will ich mal. Eine Gasbombe kostet genauso viel wie ein Stimpak. Das will ich, das nehme ich. So, ein normales Messer. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Knife Spears. Die könnte ich theoretisch, wenn ich die repariere, sind die sehr viel mehr wert. Okay. 84. 84, dann brauche ich noch ein bisschen was extra. Halt. Ja, dann wären das 84. Ich müsste eigentlich zwei Deckel geben. Das heißt, das wird er nicht akzeptieren. Wenn mir das allerdings hier Ramardo-Chips gibt, ist das, glaube ich, ein besserer Wechselkurs als so hier drinne mit normalen Deckeln. Und wir haben jetzt zwei weitere Holobänder für Ausgabeautomaten. Wenn da Brillen mit bei sind, dann lasse ich das erstmal noch. Es muss ja irgendwas Billiges sein. Schmutziges Wasser könnte man noch für irgendwas gebrauchen. Elektroschrott könnte man noch irgendwas gebrauchen. Das werden wir definitiv noch für irgendwas gebrauchen. Eine Kamera. So. Ja. Passt. Ach ja, die ganzen Dinger, ne? Mal gucken, mit wie viel wir da hinkommen. Kaubimis. Hm? Wir verkaufen jetzt die ganzen Kaubimis. Müssten bei Hilfsmittel drin sein. Das wären nur 5? Das waren doch mehr. Oder waren das verschiedene? Moment, also das hier sind auf jeden Fall schon mal 10. Ah. Sagen wir, das sind auch ungefähr 10. Sagen wir 20. Das muss ich gleich noch einnehmen. Das habe ich vergessen. So. 20 und dann bei Sonstiges die Kaffeetassen. 20, ja, mal gucken. Ja, es ist eigentlich ein bisschen viel. So, 1,
So. Hallo, Pfeiltaste. Danke. Nee, geht nicht. So, so geht's aber. Aha. Funktioniert. Okay, dann wieder schnell rechts raus. Tauchen Sie da nicht zu lange rein. Ja, ja, ja. Meine Möglichkeiten zu helfen sind begrenzt. Und dann gibt's ja jetzt noch den Raum da oben, wo wir eben schon mal vorstanden. Da möchte ich jetzt auch nochmal schnell speichern und reingucken, ob es da was gibt. Und dann gehen wir auch weiter. Ja, ich habe mich jetzt relativ lange hier aufgehalten, aber wieder nicht gesprungen, aber egal. Aber es passt schon. So, was haben wir hier drin denn? Negligé könnte man mitnehmen. Durchschnittlich verschlossenes. Eine getönte Lesebrille. Hier geht's hinten. Hier hinten wieder wohin. Stange Zigaretten. Rebound im Lüftungsschacht. Das war die Wolke. So, musste mich kurz muten. Hier oben, also ich habe jetzt nichts Wichtiges entdeckt. Keine Holobänder oder so. Hier vorne könnte ich vielleicht ganz schnell rein und die beiden Sachen holen. Aber ansonsten habe ich da jetzt nichts gefunden, was ich jetzt unbedingt haben müsste, wo es sich lohnen würde, in die Wolke reinzugehen. Also ich glaube, das lasse ich. Habe ich da gerade irgendwas rot aufblitzen sehen? Nee, war anscheinend nur ein Grafikfehler. Ich muss langsam Essen machen. Ich darf heute das Geburtstagsessen für meinen Vater machen. Ein paar schöne Burger. Aber komm, damit das jetzt noch... in ein paar Minuten mache ich noch. Damit ich relativ gute zwei Folgen auf habe. Ich will ja immer so ungefähr um die 20 Minuten pro Folge. Sind die Bäume nicht wunderbar in dieser Jahreszeit? So grün und in voller Blütenpracht. Ja, finde ich auch. Oh nein. Ich bin noch versteckt. Jetzt nicht mehr. Natürlich. Nee, da nicht hinfliehen. Er hat ihn aber noch nicht getötet, ne? Nee. Ich will immer so um die 20 Minuten rum... bleiben. Manchmal wird's mehr, manchmal wird's weniger, aber im Großen und Ganzen... Der ist doch... Hallo? Also das finde ich jetzt ein bisschen unfair. Wir müssen über diese Grenze hier, damit er überhaupt angezeigt wird. Wenn du jetzt noch eine Bombe wirfst, dann werde ich stinkig. Ich könnte schwören, der hatte gerade auch noch mehr Leben. Aber was soll's. War hier nicht eben noch ein Feind auf dem Radar? Da ist die Wolke, aber ich denke, wir können hier drumherum gehen, ne? Da ist ein verschlossenes Tor, oder wie ich das sehe? Wieder drei Feinde. Ich bin noch versteckt. Natürlich. Ich würde ja die BAR ein bisschen mehr nehmen, aber ich habe damit nur maximal 100 Schuss oder habe momentan nur 100 Schuss dafür. Lass sie nach Zugaben schreien. Hä? Lass sie nach Zugaben schreien. Das macht doch nicht ich, oder? Nee, ich bin noch auf sehr schwer. Wenn es ein Bug ist, nehme ich den gerne an, aber sehr komisch. Vielleicht sollte ich doch etwas öfter mal schießen. Nee, Moment. Wenn ich hier speichere, dann denke ich nächstes Mal vielleicht schon, dass ich da war. Gut, ich speichere hier. Gucke mir nächstes Mal an, was es da noch in der Wolke gibt und dann gehen wir weiter. So.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin. Ciao.